Das ey, du Ohrknacker! Was wollte die Kacke mit meinem Vater an? Mit der Polizistin, die du entführt hast. Wer? Du! Welche Polizei? Wo Erich gesagt hat, du sollst ihm eine Frau besorgen, du eine Frau entführt hast. Er lag im Schlüsselkasten. Ja! Ja! Was ist damit? Mann, was macht ihr denn da doch auf mit dem Schlüssel rumzuspielen? Mensch. Und ich will alles mein Steuergeldern bezahlen, wenn das alles kaputt geht hier. Hast du Alzheimer? Der war ja im Schlüsselkasten, seitdem fahr ich das Taxi. Ich hab dich verraten! Was hast du verraten? Der hat mich bedroht! Der hat dich bedroht? Wie hat er dich bedroht? Dass er mich umbringen will! Und wer fängt jetzt auf mich die Polizei? Für sie, sie klauen. Wo hat er dich bedroht? Dass ich auch mich umbringen will, wenn ich kein Geld hab. Das hat er gesagt. Ja. Genau, ich mach's mal aus. Gesagt. Der hier. Und dann hab ich versucht, Geld zu machen. Und dann hat Polizei mich erwischt. Wo haben sie dich erwischt? Weiß ich nicht. Oh, das ist blöd. Dann hab ich einen Deal gemacht. Mein Vater gegen Straffreiheit oder was? Ja. Welch ein schöner Deal, den sie gemacht haben. Ja, ich bin frei. Oh, mein Vater aber auch. Das interessiert mich, Hauptsache ich bin frei. Oh, kann ich verstehen. Geht mir genauso. Ey, der klaut unser Taxi, Hans-Peter. Noch nicht sonst. Mich oder ihn? Das ist der alte Mann, den ich mal geküsst habe. Du hast Hans Fischer geküsst? Ja, da ist er das Taxi gefahren. Achso. Kannst du das nochmal machen? Jo, Jato, was geht, Mann? Nee. Sonst ich, das riecht nach Verwesung. Die 100-jährige alte Mann. Achso, ich dachte, du hast wieder gefurzt, Bro. Ach, nee, das sag ich. Wir müssen noch uns scheißen, wir müssen uns das Auto scheißen. Wir hatten sie aber auch gedroht. Und? Der Typ hier. Willst du dir Geld verdienen? Ich geb dir $10.000, wenn du Knicker in sein Auto kockst. Ich muss nicht. Verdammt. Ich hab was für dich. Ich hab für dich ein Bratenbrötchen. Und ein bisschen Gulasch. Nein, kann ich bestimmt mach sowas nicht. $20.000, du machst das. Wo ist das Auto? Brauchst du noch was zu essen wie Gulasch oder brauchst du noch ein Sandwich? Digga, ich habe hier im Würfelport einen Kunden und der will unbedingt mit dir fahren. Wenn du hier schon nach Trinken hast, du fragst, hast du was zu trinken? Ich mach da auch rein. Worauf? Ich hab nur Hockschokolid. Mir egal, geh mal rüber, ich hab Durst. Der will nur mit dir fahren? Wer ist das denn? Hans Fischer. Der Opa will mit mir fahren? Ich gesagt, mit Taxifahrer. Er will unbedingt mit dir fahren. Ja, das stimmt, da hat er sogar. Mit der Rohrig. Mach Jala jetzt, komm her jetzt. Ja, bin schon auf Weg. Okay, gut, bis läuft. Jo. Er ist auf dem Weg. Oh, das wird so gut. Knicker. Der eben weggefahren ist, mit dem roten Pulli. Ich rühr ich da. Nee, der ist nicht da. Wir sind zusammen für eine Taxifirma. Was ist mit einer Taxifirma? Kannst du mit rühr ich eine Taxifirma? Du? Ja. Nee. Doch. Mir gehört die Taxifirma. Früher. Früher? Ja, da hatte die Firma noch Qualität. Sie hat immer noch Qualität. Nein. Ja. Sogar bessere Qualität als früher. Gar nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Dann hört auf mit diesem Nein doch, Alter. Ich hab mal Leute 50 Minuten zugehört, die Nein doch gemacht haben, Alter. Da wirst du behindert bei vor. Ich sag's dir, wie es ist. Da scheinst du jetzt rein los. Da hinten die
sind die Werder-Fans. Ich hab heute 5 Läden ausgeraubt. Und hast Geld gemacht? Ja, kein Polizei gekommen. Du hast die Glück gehabt. Hat sie gelohnt, sagst du? Ja, über 100.000 Dollar. Ui. Ich bin ja schon ein bisschen neulich. Du kannst die 100.000 Dollar direkt bei Klinger lassen. Oh Mann, ich kann nicht mehr, Alter. Nein. Ja. Na, wir haben gerade schon einen Kunden. Ja. Klinger, nimmst du ihn jetzt mit? Ja, ich warte eigentlich nur auf ihn. Ja, da, hier, da steht er doch. Das ist ein Taxifahrer. Ja, wohin? Ja, du wolltest doch wohin. Du wolltest doch fahren. Ich will Taxifahrer. Ja, doch. Da steht doch ein Taxi. Nein, ich will Taxi fahren. Ach, du willst fahren? Ja. Dann musst du mit ihm zum Gelände fahren. Digga, gib mal kurz deinen Schlüssel. Ich will hier rumfahren. Ja, dann lass ihn einmal um den Würfelpark fahren. Ist das glücklich? Und dann noch ins Auto kacken, ne? Und die Scooterfahrer, schwör. Ja, dann komm. Gefühl ich, ey. Beste Taktik, Alter. Ich will dich Hans, das wird eine Katastrophe. Ja, ich weiß. Ich hab mit dem alten Mann schon eine Verfolgungsjagd hinter mir, also. Ach, Scheiße. Ich hab den schon mal ein Taxi fahren lassen. Nachher haben die Bullen mich angehalten, wurden mich nicht mehr stehen. Ach so. Die Geschichte, ich erinnere mich. Rede ich auf den Sack gekriegt dafür. Guck, wo fahren wir zuerst hin? Ich weiß nicht. Ich lass hier freie Wahl. Motherfucker! Wir müssen mal wieder tanken. Ja, schon die Schwarzen. Oh, Alter. Wie werden sie aufgeklaut? Für die verkaufe ich Kokain. Verkauft? Okay. Geil, Kokain. Aber Hans, hast du nicht noch eine Ladung Koks dabei für den alten Mann? Nee. Ich verkauf die ja immer. Also, der Pantoprazol dabei. Bist du auch, Hans? Was? Ja. Boxen Sie. Ja, Hans. Oh, danke, Brian. Oh, Scheiße, hab ich den falschen gegeben. Hallo! Mal zurück, ich will ihn geben. Was geht? Ciao! Ich hab hier mal wieder Kokain verkauft. Was geht, Knigger? Vorsicht, Füße. Wir müssen wieder tanken, Hans. Das passt schon, wir haben können schieben. Guck mal, Brian, nee, ist wie du. Fahr mal tanken, fahr tanken. Oh no. Ich guck, ob hier noch welche sind. Welche sind meine Homies? Was kriegen? Was? Kann man hier Kokain kaufen? Was? Hast du noch Koka da? Die da drüben haben uns hergeschickt. Hast du Koka? Nein, leider nicht. Ich kaufe euch Kokain, Marihuana, Gummibärchen, das Essen für Zeugen. Gummibärchen? Kannst du doch nicht verkauen. Doch. Ich lutsche sie, bis sie weiß sind. Hier, und sie hat was für dich. Was? Da kein Kokain? Nee. Den haben die ja drüben gelogen. Ja, dann haben die gelogen. Ich will die verhauen gehen. Komm, wir ficken sie ja! Nimmt eure Waffen! Watch popping! Nee, wäre nicht 5 Appen, 6 Drappen, 6 Drappen, 5 Pappen. 44. Danken? Danken? Danken. Tunken. Jedes Tunken. Ich hab Angst, wenn der fängt. Ich fahr doch gut! Du tankst schon. Oh, ja, bis jetzt fährst du gut. Ich kann Taxifahrer werden. Wenn er nicht so aus der Heckscheibe rausschießt wie bei der Verfolgungsjagd, ist alles cool. Ich brauche eine Waffe. Eine Waffe? Nein. Und dann? Ja, ich geb dir eine. Party-Modus. Party-Modus? Der ist ein Drive-Boy durch die Hoods durch. Wenn sie sterben heute, wenn sie sterben heute. Das ist schwer. Können wir sie raushalten? Ja, muss aufpassen. Bist du lebensmüde? Alter.
ich aber leicht drücken, Kläger. Mach den Motor bitte wieder an. Ja, gleich. Habt ihr einen Masken dabei? Warte. Nein. Ja. Jetzt habe ich keine Waffe mehr, scheiße. War teuer. Krieg ich meine Waffe zurück? Nein! Die siehst du nie wieder, Bräun. Kann man denn sogar beim Fahren? Was hast du, Bräun? Guck mal, jetzt wenn rot ist, grün. Was steht da Problem? Wenn rot ist, grün. Digga, da hast du uns echt in die Scheiße geritten. Ich, natürlich. Haben wir schon einen Auftrag? Ja, die Leitstelle eigentlich. Jessica, wir sind zu viert in einem Auto. Warte mal, oh, Jessica. Tschüss, Taxi-Schild. Ich stand vorhin am Taxi und dann eben am Computer da. Ja, Moment, ist nicht viel los heute. Go. Hast du betrogen? Hans! Hans! Weckchen auf, hallo! Hallo! Alter! Ui, wo kommen wir her? Was? War ich weg? Ja, du bist gerade eingeschlafen mit dem Auto fahren! Du bist durch die Zeit gereist. Wir kommen in der Zukunft. Ich hab mein Leber. Ich weiß wohin. Wohin? Nein, bitte nicht. Ich ahn's schon. Ich ahn auch nein. Scheiße, nein. Oh. Das ist jetzt auch du Scheiße. Nein, nein, bitte nicht. Hallo? Ja. Sind nicht da. Wunderschön. Wer hat eine Waffe? Vorsichtig. Wer hat eine Waffe? Wer hat eine Waffe, hä? Ich bin ein Taxifahrt. Aber ihr lasst den Taxi fahren? Ich hatte keine Wahl. Wie ich auch nicht. Das sind alles meine Geigen. Oh, nee. Die Polizei freut sich. Oh, Scheiße. Dead Reaction, Leute. Och, nee. Ich schnall mich lieber an. Ich hab ihm mein Helm auf, ja. Alter, wenn er die jetzt abhängt, wenn Hans die jetzt abhängt. Komm schon, Hans. Komm schon. Dafür zahle ich extra Trinkgeld! Dafür zahle ich dir das Doppelte! Sauber machen! Ja, Taxi, ich bin der Nüdi. Oh, Kellerhirn ruft mich an. Ja, Kellerhirn. War noch was Knickers, Taxi, ne? Oh, Scheibe runter. Ja. Noch ja! Keine Ahnung, ich hab die Orientierung verloren. Doch, wir sind in der Kanalisation gelandet. Hier ist dunkel, schrecklich dunkel, ich sehe nichts. Das habe ich in den ersten 9 Monaten meines Lebens auch immer gesagt. Da erinnerst du ihn noch? Ja. Und wie war das so? Weiß ich gerade nicht. Alkoholisch! Ich hab das Gefühl, heute bringen wir noch einen Taxi zur Werkstatt. Und das ohne Jugula! Ja, wir brauchen einen Jugula, wenn man ein Taxi hat. Ja. Die Polizei ganz easy in der Stadt an. Mama, aber kriminell! Ja, das war eine wunderschöne Erfahrung. Die suchen uns jetzt. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Die sind so blöd. Können wir nicht einfach nach Paleto fahren? Nach Paleto können wir auch fahren. Kellerhirn lässt jetzt alle Kennzeichen orten. Nee, das Kennzeichen kann er ja nicht haben. Ist dieser Kellerhirn Polizei? Aha. Ja, der hat sogar bei mir ein Gedicht gebucht für 15.500. Nein.
Nein. Nein. Du wirst schon, wir kriegen alle auf den Deckel. Wieso? Wir sind Geisel. Ich hab nichts gemacht, ich war das. Ich bin der Geisel. Wir sind ich fahr jetzt nach Morrisontown. War diesen Morrisontown? Da komm ich her. Wo ist das denn, Junge? Durch Wasser müssen wir. Nee. Nein. Aber wo ist Tinker's Toxis? Ist kein Problem. Als Maul, das Ding kann nicht schwimmen. Nein, mit einer Fähre. Mit wem hast du eine Fähre? Das war knapp. Ich bin kurz eingeschlafen. Wieder da! Warum hast du schon wieder geschlafen? Ja! Scheiße! Das ist mein Rekord! In nomine Patri! Ja! Et Filii! Das erste Mal, dass bitte? Ich... Hallo, ihr Waschmaschinenverkäufer! Ich bin... Das ist gerade schwierig. Maxi, seid ihr nicht im Dienst? Guck mich erstmal aus. Ich weiß, wo du mich hinfahren kannst! Oh, klar. Und ich sterbe heute noch. Dieter! Hans! Hallo! Komm, wir jagen Puma! Wie Puma? Was für ein Puma? 50-jährige Mütter, die Single sind! Redest du von Uschi? Welches? Kennst du Uschi nicht? Nein. Diesen 50 Jahre alter Puma. Das ist mein Altersheim. Oh, der ist ja schnuggelig. Hier wohne ich. Boah, sieht hübsch aus. Das ist wunderschön. Und wir können versiegen. Ja, wir können Pilze machen. Wie das ist. Ich will das da. Hier reingehen. Willst du da rein? Wollen wir? Oh. Und ja, eh nicht so. Ja, lass mal. Ah, komm, warum nicht? Willst du vielleicht die Waffe einstecken? Ich frage ja nur. Aber wir wollen das doch ausrauben. Ach so. Oder was sagst du? Na, ich... Ja, also... Ja... Ja... Ja, wir gehen jetzt rein und fragen den Kassierer ganz nett, wir brauchen Geld. Na gut, das können wir machen. What's poppin? Fragst du? Den Lillian. Ich hab Angst. Ja. Sag mal, Hans, hast du einen Anwalt? Oh, fuck, renn weg. Jein, der ist gar nicht da. Scheiße. Okay. Oh, shit! Was? Nee, ist gerade mal explodiert, ein Gastank! Wo? In Sandy Shores bei dem Liquid Store, links. Ja, Sandy Shores, warte, ich komm mal dahin, ich bin auch gleich da. Geht's euch gut? Der hat einen Großbrand verursacht. Oh, Scheiße, der ganze Laden brennt ab! Wo denn, was denn? Links, der Liquid Store, Sandy Shores. Neben der Tankstelle, der oder? Ja, glaub ich. Was machst du denn? Wir sind mit Hans Fischer unterwegs, Rob 6. Mit Hans Fischer? Okay. Das wird eh nicht schießen! Vergessen! Seid ihr bekloppt? Da drinnen brennt alles!
Oh, komm, fuck! Es brennt! Oh komm, Gott! Der ganze Laden! Oh Gott! Ich will raus! Ich will weg! Ich will leben! Wuhu! Scheiße! Oh fuck! Oh, fuck! Was ist denn los? Wie explodiert alles? Vicky, Vicky, Vicky! Ruf einen Krankenwagen! Wir müssen hier weg! Halt, steig ein! Fuck! Scheiße! Wenn der Hans explodiert, Hans, dann ruft hinten Nationalgarde oder die Feuerwehr. Nein, du bist uns jetzt einfach! Schuld, der Motherfucker! Scheiße! Fahr, 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 fahr! Du Scheiße! Scheiße! Oh, fuck! Fuck! Holz, du bist geisteskrank! Schuri, nein! Hat mich aber schon immer geisteskrank. Was machst du denn da? Oh, fuck! Vicky, ich muss aufnehmen! Gut, viel Spaß! Wir einigen uns drauf, dass wir niemanden davon erzählen. Wir kommen in den Knast. Habt ihr irgendwo Geld für mein Treiben? Ich werd warm! Wir sind Flüchtige, wir flüchten von der Polizei und haben jetzt einen verfickten Laden hochgejagt. Scheiß auf die Kopf, ich kümmere mich drum! Oh, Scheiße. Bitte, Shitty! Bitte, Shitty! Rock'n'Roll! Oh, Scheiße. Okay, ich würde gerne irgendwo noch mal anhalten, wo nichts in die Luft fliegt. Ja, aber geht's euch gut? Noch, ja. Gut. Und ihr da hinten? Ich glaube, ich brauche Alkohol. Ich glaube, ich brauche eine Windel. Der gute Settlinger, das Auto. Wo fahren wir gerade überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Ist ein Waffenladen. Lass mich hier raus, ich brauche eine Waffe. Gut, ja. Können wir den nicht ausrauben, den... Ich glaube nicht, oder? Eine Waffe. Falsche Tür. Rein, der Laden ist geschlossen. Ich hatte übrigens einen Schlüssel von dem Taxi gegeben. Ach jo. Der Taxifahrer. Der Scheins? Mhm. Hans? Ja. Ja. Weißt du, nicht du. Welcher nicht du jetzt? Wer denn? Ich sag einfach Hohns, dann passt das. Hast du eine Ahnung, wo wir ein Tütchen Kokain herkriegen? Oh, ich hab jetzt alles. Springmesser, Baseballschläger, Schlagring, Pistole. Wo hast du in deiner Tasche? Hab ich alles hier reingelegt. Oh. Nee, ich hab euch niemanden. Brian weiß immer so, was er kriegt. Brian? Was denn? Welchen Koks? 187. Ja, geh keiner rein. Junkie Park. Wo sind die? Die haben doch alles, das weißt du doch. Ich hab mich im Waschbär! Auf dem Baum? Pick an. Ja. Oh. Hat er... Nein. Hast du gerade echt einen Waschbär? Ich muss mal sagen, in dem knockigen Alter, ne? So gut schießen? Respekt. Das sind die Drogen! Die Polizei hat gerade die Leitstelle angerufen, wir werden entführt. Ich wollte jetzt Geld oder machen wir es kam, es, Polizeirundfunk wurde. Polizeirundfunk? Was ist denn der Polizeirundfunk? Ach so, die Polizei hat Hardy angehalten als Taxifahrer und meinte, wir wohnen in Furt. Jetzt müssen wir nur noch ein paar mehr Taxen auf die Straße bringen. Der hat mich verraten. Nein, wer denn? Wir werden nicht entführen. Der Nikolai. Tesla? Nein. Weiß ich nicht. Mit einer roten Krawatte. Wow. Kenn ich nicht. Nikolai mit roter Krawatte. Ja, sag ich Bescheid.
Die ganze Polizei sucht uns, alles sucht uns. FIB Border Patrol. Sollten Sie nicht zu dem Robs Likör fahren? Ja, ich sag Bescheid. Ja, wir sollten mal bei der Polizei anrufen, dass wir. Also geht die Meldung raus, dass wir drei von ihm entführt werden. Da geht keiner ran! Könnt ihr mal die Polizei anrufen und sagen, dass das nicht stimmt? Ich fordere 400.000, dann kriegt jeder 100. Ja, okay. Wo den nehme ich? Na gut. Warte mal, wenn er rauskommt, sind wir am Arsch? Das stimmt doch gar nicht. Ja, wir sind eine Geisel. Hallo. Digga, du kannst ja ganz schön aktiv telefonieren als Geisel. Ja, ich muss mal auflegen. Wir hören uns später, okay? Ja. Geh doch ran, du Quatsche! Bitte nicht töten. Ich mach dir doch gar nichts. Ja. Steck zuerst bei Hans rein, nicht bei mir. Ich habe Geigen! Ich fordere 400.000 in einen Steuerschein! Ja! Wir sind die Chefs. Was? Ich will 400.000 in einen Dollarschein. Wenn nicht, dann gebe ich denen ein Abendessen mit Nutella und Butter. Oh, geil. Ihr müsst mich scheuen. Ja. Wieso? Widerlich. Mit Butter. Ich geb dir einen Tipp, wo ich bin. Das Gegenteil von Go. Was? Das Gegenteil von Go? Stopp! Ja. Ach so? Hallo. Hallo. Den habe ich nicht kapiert. Oh, wow. Ja. Also, was kann man uns noch vorwerfen? Mach das schnell! Das ist ein Führer, der hat den Laden in die Luft geschrieben. Mit 30 Sekunden ist es eine Geige weniger! Oh. Ja, Hans-Peter, denn... Mit jeden 10 Minuten ist eine Geige weniger! Ich ruf wieder an! Ey, ich hab ne Idee! Mit 10 Minuten lasse ich eine Geige frei, dadurch ist eine weniger! Noch! Hab ich ja nicht gesagt, dass ich euch umbringe! Ich geh mich dann einfach umziehen. Also eigentlich, wenn ich mal so, eigentlich hab ich noch nichts gemacht. Die Polizei. Nee, vortäuschen einer Straftat. Wieso? Du hast gerade gesagt, du nimmst eine Geisel, hast Geisel. Aber ich halte euch ja nicht gegen euren Willen fest. Das weiß die Polizei ja nicht. Was willst du denn erfahren? Ich bin ein Chronik. Soll ich dir helfen, Hans-Peter? Du bist so ein dummes Stück Scheiße. Kraul dich mal am Rücken. Dann mache ich das auch mal. Du kannst dir meine Frau auch mal hinstellen. Du hast eine Frau? Scheiße! Ich hoffe, ich krieg das noch einmal zu. Ey, warte. Ich zeig's dir. Hops. Oh, das war knapp. Boah. Oh, sportlich. Scheiße, ich glaube, meine Hose ist gerissen. Ja. Ich hab Hunger ein bisschen, Hans-Peter. Ja, ich kann gar nicht. Mehmet, Leute, bin. Sagen wir eine Art Geiselname. Och nee. Ja, okay. Ich mehr mit euch. Jo, bis gleich. Oh. Ha.
Hund eingeführt. Boah, das riecht aber. Hilfe, ich bin weg. Scheiße. Und ich helfe dir. Ich bin raus. Ich hab da was falsch gezogen. Hat er da jetzt echt ein Loch? Gucken, ob wir Geld kriegen. Ich frag nicht nach, da ist echt ein Loch drin. Hat er im Geburt. Soll ich mal anrufen? Ne, voll aus Stahl, muss ich sagen. Ich hab mich weggedrückt, die Musch. Jetzt nehme ich ihn den Tipp weg. Ich finde ja uns nie mehr. Du musst gerade mehr Spannchen überfahren. Er hat gerade ein letztes Loch und auch gepustet. Schlimm ist halt, wenn uns eine Streife sieht, endet das in der Verfolgung. Stimmt, ich bin gerade, aber ich hab keinen Sound dazu. Ich kann sagen, das war heute ein aktiver Tag. Aktiv, passiv! Richtig, das kann ich noch meinen Urenkeln erzählen. Denn du bist doch noch lebst. Wieso? Ich bin der Beweis für jeden. Ja, das wollte ich doch sagen. Guck nach, der ist mindestens 180. Und wie alt bist du? 90. Oh, stolz, Alter. Was? Ja. Wie alt ist dein Sohn? Weiß? Wie alt ist dein Sohn? Irgendwas mit 50, weiß ich. Also hast du deinen Sohn irgendwas mit 40 oder 38 bekommen? Glaube ich, war ja 30. Wollte sagen, hast du die Fische mal angeguckt, den alten Klager? Ist ja auch schon voll alt. Ich ruf ihn nochmal an, hol ich mein Handy. Guck auf die Straße, guck auf die Straße, guck auf die Straße! Uiuiui, Alter. Uiuiui, uiuiui. Kannst du die Karre jetzt mal gerade halten? Ich hab ihn. Das ja. Handy oder? Oh, das war mein Penis. Ja, voll ganz klar. Passiert mir auch ständig beim Fahren. Die ersten 10 Minuten sind rum. Es ist schon eine Geige weniger. Also ein Beifahrer weniger. Mach's gut, Kläger. Mach's gut dann. Jetzt habe ich noch zwei. Ja. 400.000 mit einem Dollarschein. Wieso? Danke, das wenn Sie das Geld Das der Ruf einfach Hansi an. Hansi kann gerade nicht. Hansi kann gerade nicht. Kann auch nicht. Muss wieder auflegen. Einer schon wieder. Wenn du es nicht hast, dann wird das auch weniger. Und mit dem Tipp mit dem Go. Das kannst du in die Haare schmieren, der Stopp schält dich kaputt. Ich hole mich wieder an. Voila. Ich glaube, die verarschen mich. Wie? Wollen wir mal fragen, ob die ich haben und mal hinfahren? Ich glaube, den Lorn ist heute noch im Knast. Ich fahr mal hin. Mein Gott. Borg sucht dich auch schon an. Aber hier müsste Hawks Taxi sein. Guck mal. Ja, das Hawks ist. Scheiße, da kommen sie. Hallo. Euer fucking Ernst? Was denn? Ja. Hat der Opa euch entführt? Ja. Ihr lasst euch von so einem Opa entführen. Ja, der saß am Steuer, was sollten wir machen? Wie kam der denn an Steuer? Ja, er hat sich hingesetzt. Hat er eine Waffe gehabt? Ja. Dann
Habt ihr keine Waffen? Nee, und ist im Haus. Oh. Ja. Hallo. Und Sie sind? Ich bin der Hans. Hans. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir wollten fragen, ob wir das Geld abholen können. Sie sind der Geiselnehmer. Ich bin der, der die Leute begleitet. Einer schon weniger. Aha, der Herr. Einer ist schon weniger. Ja. Ja, dann ist es ja quasi gerade Ihr Geständnis. Hans, der Herr, ich müsste Sie leider mal vorläufig festnehmen, um den Tatbestand sicherzustellen. Warum denn? Der Herr, weil Sie gerade mit involviert einer Straftat sind. Welche Straftat? Leute entführt zu haben. Ich würde Sie mal bitten, sich umzudrehen. Hätten gesagt, dass er ihn entführt hab. Der Herr, Sie konnten gerade bezeugen, dass schon einer weniger ist. Ja, der steht doch da draußen. Der steht wo draußen? Deutscher. Jetzt sind wieder einer mehr. Oh, Gott, oh Gott, die sind alle Scheiße. Ja, an die Kollegen, könnt ihr euch bitte einmal hier um den Herrn kümmern und den Tatbestand klären? Danke. Fliegeralarm. Was passiert jetzt? Die Kollegen werden sich jetzt einfach um sie kümmern. Kriege ich jetzt nicht so grob, der ist schon, der, guck mal, der bricht schon fast auseinander. So, einmal bitte den Herrn befragen und den Tatbestand aufnehmen, danke.